Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch einen sehr leckeren, einfachen Sushi-Rezept. Und zwar Sushi für Anfänger, wirklich Schritt für Schritt. Mit Anleitung, wie man das am besten ganz einfach zu Hause selber nachmachen kann. Und das schmeckt wirklich super lecker und geht fix. Und ja, da legen wir auch gleich los mit der Zubereitung und die Zutaten. Ich habe jetzt ein halbes Kilo Sushi-Reis. Es wird gründlich gewaschen und das Verhältnis immer 1:2 mit Wasser und 2 Esslöffel Reisessig dazu geben und 1 Teelöffel Salz. Das Ganze dann nach Anleitung kochen. So, unsere erste Beilage Thunfisch, dann kommt dazu Remoulade und je nach Bedarf dann Chilisauce. Das wird gut gemischt und als zusätzliche Beilage habe ich dann Gemüse wie Gurke und Möhren, fein, dünn geschnitten. So, also wir brauchen wirklich nur Backpapier, auf jeden Fall auf eine harte Fläche legen. Ich habe hier einfach meine Schneidebrett genommen. Und dann nehmen wir unsere Nudelblätter und das glatte, also die glatte Seite kommt nach innen und die raue Seite nach außen. Dann das Reis, wenn es fertig ist, dann erstmal abkühlen lassen und dann die Fläche wirklich dann komplett mit Reis befüllen. Und immer dann mit dem Löffel dann drücken, dass es dann wirklich dann auch liegen bleibt. Dann kommt unsere Füllung. Ich habe hier meinen Thunfisch genommen und wirklich dann vorne die Seite, also etwa einen Finger lang, kleine Finger lang, freilassen und dann eure Füllung platzieren und wirklich dann einfach wie auf dem Video die erste Rolle machen, dann an die Kante, also wirklich dann zurücken, dass es dann auch fest bleibt und dann den Backpapier wieder zurücklegen, nochmal die Rolle machen und dann wirklich nochmal drücken. Also wirklich ganz einfach und geht fix. Also man ist da wirklich sehr schnell fertig damit und das gelingt wirklich auch jedem. Man braucht da nicht speziell ein Gerät oder sonstiges. Geht wirklich schnell. Und ja, und wirklich die Außenseiten dann auch drücken, damit es dann die Füllung dann wirklich drinne bleibt und nicht nach außen drückt. Und wenn ihr das Ganze habt, dann einfach dann Schritt für Stück die nächste Füllung machen. Und die nächste Füllung habe ich dann nicht für Gemüse entschieden, also wie ich schon gesagt habe, Gurke und Karotten. Ihr könnt auch alle drei zusammen machen, ihr könnt auch Avocado nehmen oder Eier. Also wirklich eure Lieblingszutaten und was ihr gerne halt isst. So. So, jetzt kommen wir zum Schneiden. Also wichtig ist, dass ihr zuerst in der Mitte durchschneidet und dann kommt die Ecke, also diese Außen, die halt nicht so schön aussieht, die schneidet man ab. Und dann immer so etwa einen Finger breit dann schneiden. So wie ihr das im Video seht. Ihr könnt natürlich auch dicker schneiden oder schmaler. Und das war's dann auch. Und ich lege das Ganze dann immer in so eine Fischhaltedose. Und das kann dann bis zu 3-4 Tagen im Kühlschrank gelagert werden. Also bleibt auch frisch. Aber wenn man gerne Sushi isst, dann ist es eigentlich innerhalb von 1-2 Tagen auch schon gegessen. Ja, und wenn ihr gerne Erdnussbuttersoße ist. Das Rezept lasse ich euch in den Infobox. Könnt ihr gerne selber nachmachen. Viel Spaß, bis demnächst. Ciao.